Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Nutino-Adventskalender. Ja, die haben auch einen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 80 Euro kostet das Schätzelein, 24 Produkte sind enthalten und welcher Warenwert das sein soll, stand online nicht. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Das kommt in so einem Karton daher. Da muss ich jetzt einfach mal den Deckel entfernen. Und dann haben wir hier Boxen drin. Ach, vielleicht haben wir sogar Glück. Watch the Unboxing. Achso, du kannst dir das Unboxing angucken. Mal gucken, ob da auch die Preise eingeblendet werden. Ansonsten suche ich euch die natürlich raus. Nutino habe ich jetzt auch dieses Jahr ein bisschen mehr kennengelernt, weil ich mir zum Beispiel ja auch die Nutino Boxen bestellt habe. Kann ich euch im E-Mail verlinken. Ich weiß nicht, ob ich das auf diesem Kanal oder auf Claudis Bunte Welt vorgestellt habe. Mal gucken. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall den Adventskalender und ich bin sehr gespannt. Wir haben zwei Ebenen. Also wir haben diese Ebene und darunter befindet sich noch eine, weil das hier wären ja nicht 24 Boxen. Nun schauen wir in die Nummer 1 hinein. Wirklich super zum Wiederbefüllen, weil außen dran nicht irgendwie was steht zu den Produkten oder so. Das Ganze startet sehr, sehr basic-mäßig mit der Nivea Soft Creme. Süß, 50 ml sind hier drin. Ja, die kann man unisex verwenden und das von Gesicht bis Füße. Ne? Praktisch. Der 2. Dezember enthält eine Spraydose mit Trockenshampoo von Got2b Extra Fresh Dry Shampoo. 48 Stunden Duft soll das geben und hat 100 ml drin. Ich bin ja kein Fan von Trockenshampoo, deswegen ist das nicht unbedingt ein Produkt für mich. Ich wasche mir alle 2 Tage die Haare und das ist super. Das funktioniert auch großartig. Trockenshampoo ist bei mir halt nicht so angesagt, aber ich glaube, viele werden es feiern. Ich sehe es allein bei meinen Freundinnen, die feiern das, weil es halt total easy ist. Ne? Ja. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, dekorative Kosmetik von Gosh. Das ist ja schön. Ein Blushing. Ja, in der Farbe 002 Amour. Ein Blush. Ein matter Blush. Schaut so aus. Sieht in der Kamera irgendwie viel intensiver vom Farbton aus als in der Realität. Aber es ist eine schöne Farbe. Muss ich wirklich sagen. Farbgebundene Produkte ist immer so ein Ding für sich. Aber ich glaube, dass das eine Farbe ist, die man auch relativ universell verwenden kann. Hier haben wir die Nummer 4. Und hier haben wir ein Deo drin. Auch irgendwie praktisch, ne? Rexona Maximum Protection. 3x Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung. Sowas kann ich definitiv gebrauchen. 40 ml. Es dürfte auch eine Full-Size sein. Also bislang sind das auch alles irgendwie Produkte, die man so auch im Laden regulär kaufen kann. Also sicherlich auch bei Nutino. Ja, sehr praktisch. Kriege ich das denn auf? Ich hatte damals auch diese Rexona-Dinger, die man so hochdrehen musste. Das war halt irgendwann... Oh. Keine Ahnung, muss man nochmal irgendwie separat öffnen. War irgendwann ziemlich ibar unter den Achseln, muss ich sagen. Oder an dem Ding selber. Ja. Aber ist hier mit drin, ist praktisch, kann man gebrauchen. Ne? Weiter geht es am 5. Dezember. Ich vermisse ein bisschen so hochpreisige Marken, weil sowas hat Nutino ja auch bei sich im Sortiment. Ein Klassiker von Rimmel ist hier auch mit drin in der Farbe 066 Heather Shimmer. Ein Lasting Finish Lipstick. Sieht sehr fancy aus, ne? Sehr, sehr fancy. Also auch so schräg hier oben. Und das ist eine sehr schöne Farbe. Hat auch einen Schimmer mit drin. Ich glaube, das wird auch sehr vielen stehen. Also, dass viele das auch gut finden werden von der Farbe her, ne? Und zack, sind wir schon an Nikolaus, am Nikolaustag angekommen. An Nikolaus dran, genau. Von Neutrogena, richtig cool. Hydro Boost, Hyaluronic Acid, Aminosäure, Elektrolyte und Ceramide sind hier drin. Ceramide sind so, so gut. Das sind hautreparierende... Stuhl will nicht. Hautreparierende Inhaltsstoffe, das dürfte auch wiederum eine Full-Size sein. Feuchtigkeit kann auch jeder gebrauchen, ne? Mit 50 ml. Hast du hier einen Tiegel mit dabei. Das finde ich super. Solange wir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 5 Cremes hier drin haben, feiere ich das wirklich sehr. Und das ist ein richtig schöner Glastiegel, ne? Kann man sehr gut gebrauchen. Doch, das macht Sinn. Ist jetzt kein super Special-Produkt jetzt zum Nikolaus, aber es ist schön. Wohingegen der 7. Dezember sehr, sehr ansprechend von der Größe her aussieht. Aber es kommt nicht immer nur auf die Größe an. Hier haben wir von Yves Rocher was drin. Ich hätte nicht gedacht, dass Yves Rocher auch bei Nutino geführt wird. Das ist ein Express Eye Make-Up Remover, den wir auch aus dem Yves Rocher Adventskalender kennen, weil das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Aber Leute, hier ist einfach mal 200 ml drin. Das nenne ich mal derbe, ne? Also... Ein Klopper. Finde ich auch praktisch. Du hast eine Ölphase unten hier mit drin, deswegen ist es auch unten, das ist schwerer und oben hast du dann diese Wirkstoffphase und das sieht halt so fancy aus, weil es wahrscheinlich eingefärbt ist. Nö, musst du schütteln und dann drauf machen und dann funktioniert es ganz gut.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil es sich so wundervoll reimt. Und hier haben wir ernsthaft eine Lidschattenpalette drin. Es ist von Essence, die Bonjour Montreal Eyeshadow Palette. Und ich finde es großartig. Muss ich wirklich sagen. Es ist jetzt nicht so ein super High-End-Produkt, aber wir haben ja auch einen 80€ Adventskalender, ne? Und da ist es echt gut. Das sind auch Basic-Farben, die kann man gut tragen. Dann aber auch noch so ein Schimmergrün mit dabei, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Auch ein Schimmerrot, um da auch noch mal ein bisschen Pep reinzubringen. Die Mattentöne finde ich sehr ansprechend, sehr universell, ne? Und auch die Schimmertöne gefallen mir. Also eine 1A-Palette für einen Adventskalender, weil das halt einfach viele verwenden können, ne? Und das ist auch irgendwie immer so eine Sache. Die Brauchbarkeit der Produkte ist für mich immer sehr entscheidend bei meiner Bewertung auch. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Pump-Produkt von Syos freuen. Das Absolute Oil Beauty Elixir Leave-In for Damaged Hair. Ja, das sind 100ml. Auch das dürfte eine Originalgröße sein. Finde ich klasse. Kann man gut gebrauchen, ne? Ja. Und wir hatten auch bislang, doch, wir hatten das Trockenshampoo mit drin, aber es ist jetzt das zweite Haarprodukt. Aber es ist schon sinnvoll. Warum ich so verwirrt bin, dass manche Sachen so sinnvoll sind, weil ich hier so viele Adventskalender auspacke, es sind über 100 mittlerweile. Und ich habe teilweise Sachen hier drin, wo ich bedenke, warum, ne? Und bei einem 80€ Adventskalender hier so viele Produkte bislang drin zu haben, die einfach so praktisch und sinnvoll gestaltet sind, finde ich großartig. Die Nummer 10. Hier darf es mit einem Lippenprodukt weitergehen. Jetzt habe ich hier zu viel des Guten positiv geredet. Es ist die zweite Lippenfarbe. Es ist auch sehr, sehr ähnlich zu dem, den wir eben drin hatten. Das hier ist jetzt von Wet n Wild, die Farbe Mad for Mauve. Genau, auch das sieht sehr, sehr hübsch aus, aber ich hätte ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt noch einen zweiten Lippi in einer sehr ähnlichen Farbe hier drin gebraucht. Der ist jetzt auch noch verschlossen, deswegen lasse ich den noch zu. Hier können wir aber schon die Lippenfarbe sehen, ne? Also der ist jetzt nicht schimmernd, der war ein bisschen schimmernd. Ja, kann man machen. So kann man das Sortiment halt auch ein bisschen repräsentieren, was man so bei sich hat. Die erste Schnapszahl ist der 11. Dezember und da haben wir eine Tube von Barnengen drin. SOS Wart Repairing Hand Cream, was ein Brocken, 75ml. Also Lippenpflege, Handpflege in Adventskalendern, wo es um Beauty geht, finde ich immer sehr gut aufgehoben. Und Barnengen ist, glaube ich, auch eine richtig gute Marke. Irgendwie norwegisch oder so. Halbzeit, die Nummer 12. Physicians Formula lässt sich nicht lumpen. Lip Polish mit Hagebuttenöl, 14,2 Gramm. Physicians Formula ist eine Marke, die ich damals auch richtig toll fand und mega gehypt habe, auch mit dem Butter Bronzer und so. Aber die ziehen sich immer mehr aus dem deutschen Markt zurück. Erst sind die aus den Rossmann-Theken raus, jetzt gehen die auch langsam bei Purish raus. Aber wir finden sie offensichtlich noch bei Notino. Das ist auch gut zu wissen. Ja, genau. Also haben wir hier drin. Lippenpeeling verwende ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig, eben weil ich hier sehr viele Videos drehe und so. Und einfach um den Liquid Lipstick, der sehr, sehr haltbar ist, ist von dem LH Cosmetics Adventskalender, ist hier im i verlinkt, runterzukriegen und so, ne? Also ich habe Lippenpeelings in letzter Zeit sehr lieben gelernt, um ehrlich zu sein. Das aus meinem Mund. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist hier. Die erste Halbzeit ist um, ich schaue mich auf dem Tisch um und denke mir, ja, 40€ haben wir auf jeden Fall stehen. Es fühlt sich auch gut an. Du hast hier kein wow, mega krass Produkt oder so, ganz ehrlich, von meiner Warte aus. Aber es sind schöne Sachen, ne? Es sind alles eher so Drogerie-Richtungsprodukte. Aber mal gucken, was die zweite Halbzeit noch bietet. So Richtung Heiligabend geht die Party wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ab. Hier habe ich jetzt die Nummer 13. Jetzt muss es aber reichen. Wir haben jetzt die dritte Lippenfarbe hier drin enthalten. Plumping Gel Lipstick, die Nummer 140 von Catrice. Auch das ist noch zugeklebt, also da zeige ich euch hier mal die Farbe. Das ist natürlich jetzt super passend für die Weihnachtszeit, weil das halt so ein schönes Feuerrot ist, ne? Mag ich gerne, obviously. Und finde ich schön, dass es drin ist, aber es ist der dritte Lippenstift und es reicht, ne? Das braucht man jetzt nicht so, das ist kein Lippen-Adventskalender. So, die erste Etage ist hiermit abgearbeitet. Gehen wir weiter zur zweiten Etage. Oh. Keine Zwischenebenen offensichtlich, ist eher so ein Liege-Adventskalender. Die Nummer 14, Riesenkläppchen, Mini-Tube. Nun, Dr. Pawpaw ist am Start. Hier haben wir einen Shea Butter Balm. Das ist praktisch, das ist toll und das darf definitiv drin sein, Lippenprodukt hinter Lippenprodukt reinzupacken. Nein, Moment, Lippenprodukt hinter Lippenprodukt hinter Lippenprodukt reinzupacken, ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, das dürfte aber auch eine Full-Size sein mit 10ml, ne? Ja, wie gesagt, Lippenpflege, Handpflege finde ich durchaus berechtigt. Gehört in diesen Adventskalender auch einfach rein. Die Nummer 15. Oha, Physicians Formula wollte sich hier ein bisschen intensiver präsentieren und sagen, ja, wir sind noch da, Leute, hier, schaut mal. Das ist Powder Palette Mineral Glow Pearls. Also ist eine Originalgröße mit 8 Gramm. Hierzu kann ich einiges erzählen, denn ich habe es auch schon mal verwendet. Es ist keine Palette, weil das ist halt ein Fännchen.
Es ist kein wirklicher Highlighter, weil du hast hier ein Overspray drüber und darunter ist irgendwie nicht mehr so viel. Und das Overspray ist so super glitzerig, dass du damit nicht wirklich arbeiten kannst. Sehr schade, muss ich sagen. Ne, da hätte man ein bisschen was Schöneres vielleicht von Physicians Formula mit reinpacken können. Aber gut, ist es hier mit drin enthalten und es passt als Idee ganz gut, dass du einen Highlighter mit dabei hast. Ich finde es auch schön, dass wir die Marke hier drin haben, ne? Aber das Produkt an sich feiere ich jetzt nicht so. Solltest du das aber anders sehen, schreib das super gerne in die Kommentare und schreib einfach für die Community, wie man das Produkt am besten zum Laufen bekommt. Hier habe ich jetzt den 16. Dezember. Stimmt, eine Mascara wäre ganz nice. Eveline Cosmetics hat so tolle Produkte und ich wusste nicht, dass nur Tino das auch hat. Ich kenne das nur von Cosmetic for Less. Ne? Mit denen arbeite ich ja auch immer ganz gerne zusammen. Da habe ich auch einen eigenen Adventskalender zum Beispiel gepackt. Habe ich euch hier im E-Mail verlinkt. Lashes Show Varieté haben wir hier drin. Sieht sehr interessant aus. Scheint ein Gummibürstchen zu sein, was so, wie kann ich das denn jetzt, was so ellipsenförmig ist. Das sieht man hier unten, ne? Sehr, sehr cool. Wird dann wahrscheinlich auch wirklich für Länge sorgen, aber weniger für Fülle in den Wimpern. Schön, dass hier eine Mascara drin ist. Der 17. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend. Und da ist etwas Großes, Schweres drin. Ein richtiger Bottich von Dove. Ach, guck mal. Body Love Rich Nourishment Cream. Also eine nährende Creme for Face and Body. Auch hier wieder die Ceramide. Lieben wir total. 150 Milliliter sind in diesem Pot enthalten. Ich würde es wahrscheinlich eher einfach für den Körper verwenden. Fürs Gesicht verwende ich einfach lieber so Wirkstoffpflege oder halt andere Pflege, ne? Aber ist cool. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und hier haben wir Vaseline drin. Interessant. Skin Protectant. Doch, das macht Sinn. Wenn man jetzt so Richtung Winter denkt und das ist wirklich super, super rattenkalt, da kannst du noch so einen guten Lippenpflegestift verwenden. Wenn du rausgehst und es so kalt ist und die Luft so trocken ist, kann es ja tatsächlich auch sein, oder im Skiurlaub zum Beispiel, dass die Lippen aufspringen und so. Mit Vaseline passiert dir das nicht. Das ist echt so. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist ein Basic-Produkt, aber ein super praktisches Produkt. Voll gut überlegt von Nutino hier, ne? Holla, die Waldfee, die Nummer 19 ist ja riesig. Das Produkt da drin aber leider nicht von Kneipp. Das finde ich aber schön. Ein Badeöl, Soft Skin mit Mandelblüte und das ist für trockene und sensible Haut. 20 Milliliter haben wir hier drin. Knack, das war die Hüfte. Und das finde ich schön. Doch, ne? So ein bisschen Bademoment. Und selbst wenn man keine Badewanne zu Hause hat, kann man sich das ja, weil das eben auch so portionierbar ist, einfach in ein Fußbad geben oder ein Handbad. Oder Handbad machen die wenigsten, Claudi. Aber in ein Fußbad zum Beispiel. Das ist richtig cool. Ne? Noch ein bisschen Wellness so vor Heiligabend. Schön. Die Nummer 20 eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Hier ist auch wieder was für die Lippen drin. Ein pflegender Lipgloss. Ja, machen wir hier einfach mal noch ein Lippenprodukt drin. Das ist natürlich jetzt sehr tricky. Oder sehr durchdacht. Im Prinzip hat sich Notino wahrscheinlich dabei gedacht, naja, wir haben ja schon drei Lippenprodukte mit Farbe hier drin, aber nur einen Lippenpflegestift, dann machen wir doch ein Lippenpflegeprodukt mit Farbe rein. Und lachen uns ins Fäustchen. Genau, hier haben wir das Produkt und Labello geht jetzt ja auch immer mehr so in Richtung, wir möchten so ähnlich sowas wie dekorative Kosmetik mal rausbringen. Die haben das ganz damals auch gemacht, dass die ja auch diese Cherry-Geschichten hatten. Das war noch in meiner Jugend, Leute. Das ist ja schon 100 Jahre her gefühlt. Aber hier so ein Lipgloss auch mit reinzupacken, mag ich. Ich mag ja auch gerne Lippenöle. Ne? Ich lasse den das gerade nochmal so durchgehen hier mit einem kleinen Augenzwinkern. Die Nummer 21. Natürlich darf ein Nagellack nicht fehlen. Und das ist von Nobea Gel-Light Nail Polish in einer furchtbaren Farbe, ganz ehrlich, sorry. Der hat nicht mal einen Namen. Schade Schokolade. Doch. Almond Milk. Mandelmilch sieht für mich nicht so aus. Wenn Mandelmilch so aussieht, Leute, schüttet sie weg, weil dann ist sie schon sehr, sehr alt. Nun, also das ist für mich wirklich nicht so schön. Das ist vielleicht so ein Cappuccino-Tönchen, ne? Ich finde, das sieht auf den Nägeln halt nicht so geil aus, jedenfalls nicht bei mir. Gerade auf Fußnägeln sieht so eine Farbe furchtbar aus. Ich bin halt eher so bunt unterwegs. Also rot wäre für mich jetzt tatsächlich passender gewesen, auch wenn das der 5-millionste rote Nagellack in jeder Sammlung gefühlt gewesen wäre, ne? Die Farbe ist nicht so meins. Die Nummer 2 ist super leicht. Die Nummer 2 vor allem, ne? Die Nummer 22. Hier ist ein Kajal von Puro Bio mit am Start. Ja. Ne? Einfach ein schwarzer Kajalstift zum Anspitzen. Ist wieder auch ein Basic-Produkt, ein Klassiker-Produkt, was man definitiv in einem Adventskalender finden kann und darf. Passt hier auf jeden Fall irgendwie in die Reihe gut rein. Die Nummer 23. Was dürfen wir wohl einen Tag vor Heiligabend machen?
Witzige Menschen packen hier ein Duschgel rein zum Beispiel. So nach dem Motto, stinken solltest du gegebenenfalls nicht an dem Tannenbaum sitzen. Genau. Haare waschen dürfen wir mit Nature Box Nourishing Shampoo Bar for Intense Care. Meine Kopfhaut mag das leider gar nicht. 85 Gramm. Da kann das noch so nährend sich anhören. Meine Kopfhaut sagt, nein, nicht genug für mich. Und deswegen gibt es bei mir leider keine festen Shampoos. Aber es ist tatsächlich ganz sinnvoll, weil du kannst es auch gut zum Verreisen nehmen, ne? Weil das spart dir dann halt auch einfach das Wasser, was du transportieren würdest. Also von daher, das macht schon Sinn. Richtung Heiligabend verreisen ja auch viele Leute. Was ich mir an Heiligabend wünschen würde, wenn ich jetzt auch den Adventskalender anschaue. Ich weiß, dass Notino auch sehr, sehr tolle High-End-Marken bei sich im Sortiment hat. Ich fände es jetzt richtig cool, wenn die hier so ein Highlight reinpacken würden und sagen würden, so, jetzt haben wir ganz viel Drogerie abgefrühstückt, aber jetzt gehen wir mal in Richtung High-End und gönnen einfach mal dem Menschen, der den Adventskalender auspackt. Und hier habe ich drin, ja, ich glaube, das ist tatsächlich recht hochpreisig, Dermacol HT, also Hyaluron Therapy 3D 14 Days Visible Results Intense Wrinkle Filler Serum. Ja, ein ein Faltenfüller mit 12 Millilitern. Ist das für die Augen? Nee, das scheint wirklich fürs Gesicht zu sein, ne? Ja, das hast du jetzt in der 24 drin. Da muss man sich erstmal überlegen, wie man das anwendet. Zweimal pro Tag sollst du das auf dein Gesicht und deinen Hals machen. Ist mit 12 Millilitern dann leider ein bisschen wenig, ne? Und das sollst du wie ein Serum anwenden. Theoretisch sollst du das also nicht nur 2 Wochen, sondern 2 Monate machen. Und dann siehst du halt richtig was davon, ne? Der Notino Adventskalender ist hiermit komplett ausgepackt. Für 80 Euro finde ich das vollkommen in Ordnung, was ich hier auf dem Tisch stehen habe. Ich habe hier kein ultimatives Wow-Produkt mit dabei, aber du hast hier eine schöne Auswahl aus Basic-Produkten und aus sinnvollen Produkten. Den einen oder anderen Lippenstift, Lippenpflege, was auch immer Produkt, hätten die vielleicht durch andere Sachen ergänzen können. Das wäre so mein Vibe gewesen. Auch die 24 holt mich persönlich jetzt nicht so sehr ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ultimativ krass tolles Produkt ist, ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich finde es cool, dass wir hier auch eine schöne Routine mit dabei haben. Abschminken, ein Serum, eine Creme, Handcreme, Lippenpeeling. Aber auch von der Schminkgeschichte her, dass wir da einiges drin vertreten haben und nichts, was irgendwie super kritisch sein könnte. Schön finde ich auch, dass wir Körperprodukte mit dabei haben, die durchaus sinnvoll sind und die man gut gebrauchen kann. Und auch was für die Haare. Also im Prinzip haben wir einen kompletten Beauty-Adventskalender ohne irgendwelche lästigen Füllprodukte für 80 Euro, wo du solide Produkte drin hast, aber wo halt das Wow-Ding fehlt. Wenn man den verschenkt, würde ich einfach empfehlen, dass man in die 24 noch irgendwas mit reinmacht, was ziemlich cool ist. Keine Ahnung, eine schöne Halskette oder sowas, ne? Und dann hast du auf jeden Fall strahlende Augen bei der Person, die den Adventskalender auspackt. Sowas kannst du aber für 80 Euro meiner Meinung nach nicht unbedingt so erwarten, ne? Nein, aber wie gesagt, es ist ein Adventskalender, der durchaus solide ist, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, wow, das ist der beste Adventskalender, den man sich so anschaffen kann, ne? Da kannst du auch einfach 20, 25, 25 Euro mehr ausgeben, dir den Lookfantastic Adventskalender holen und hast da wirklich sehr, sehr viele Wow-Produkte mit dabei. Aber das muss man einfach für sich selber entscheiden, was man auch selber als Präferenz hat. Cool finde ich definitiv auch die Lidschattenpalette, auch dass wir halt viele verschiedene Schminkprodukte mit dabei haben. Es ist schon durchdacht, aber nicht ganz bis zum Ende gedacht, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns sehr, sehr gerne austauschen und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.